Was wäre, wenn das Leben seinen Ursprung nicht hier gehabt hat, sondern irgendwo da draußen? Wenn es äonenlang durch den Kosmos driftete, um dann zu einem jungen Planeten zu gelangen, der ihm die Möglichkeit bot, sich zu entfalten? Was, wenn die Bausteine des Lebens längst im Staub um den Protostern Sonne harrten und so Teil der sich formierenden terrestrischen Planeten wurden? Was gar, wenn eine außerirdische Zivilisation absichtlich oder nicht das Leben auf die Erde brachte? Wären wir dann nicht selbst die Aliens? Gäbe es dann ein Fermi-Paradoxon? Betrachten wir das Konzept der Panspermie mal genauer. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Der Begriff Panspermia bzw. Panspermie heißt im Altgriechischen so viel wie Samen überall. Und was hier völlig unbeabsichtigt, wie der Titel eines drittklassigen Pornos klingt, bezeichnet die Hypothese, dass es im gesamten Universum Leben geben könnte. Getragen von interstellarem Staub, von Kometen, Asteroiden, in eisigen Zwergplaneten oder Monden und vielleicht sogar in kontaminierten, längst verlassenen Raumschiffen. Dass die Bausteine des Lebens, Aminosäuren, das All durchqueren und bis zu unserem Planeten gelangen können, ist Konsens unter Wissenschaftlern. Ein NASA-Team unter Michel Nuevo argumentierte in einem Aufsatz im August 2018, DNA-ähnliche Moleküle könnten sich unter den richtigen Bedingungen sogar im Weltraum selbst formieren. Und zwar dann, wenn Wassereis und Methanol ultravioletter Strahlung ausgesetzt werden. Entsprechende Moleküle wurden in Meteoriten gefunden und die bisherige Forschung weist darauf hin, dass sie sich in der Kälte des Alls gebildet hatten. Die Grundbausteine der biologischen Existenz könnten so unabhängig von einem habitablen Planeten entstehen und zu späteren Wiegen des Lebens getragen werden. Und selbst das ist nicht unbedingt nötig. Leben kann Planeten auch verlassen, per Anhalter auf ausgeworfenen Trümmern. Kanadische Wissenschaftler mit Hauptautor Martin Beach haben kürzlich geschätzt, dass in den letzten 550 Millionen Jahren mindestens 10 Milliarden Tonnen Erdmaterial ins All geschleudert wurden und die Fluchtgeschwindigkeit erreichten. Das heißt nicht nur, dass potenziell eine Menge irdischen Lebens in die Galaxis getragen wurde, sondern im Umkehrschluss auch, dass dies natürlich in ähnlichem Maße für andere Planeten gelten kann. Und wenn Milliarden von Planeten, Milliarden von Tonnen von Masse in den Kosmos speien, dann könnte es im interstellaren Raum vor Leben nur so wimmeln. Aber Vorsicht, hier sind eine ganze Menge Bedingungen involviert. Einen Planeten zu verlassen, das heißt bei weitem nicht, das Sonnensystem zu verlassen. Dafür müsste ein Objekt schließlich genug beschleunigt werden, um die Gravitation des Sterns zu überwinden. Und selbst wenn dies gelingt, dann gilt es, eine Hunderttausende, vermutlich Millionen Jahre lange Reise durch den interstellaren Raum zu bestehen, um schließlich vermutlich in einem Stern oder schwarzen Loch zu enden. Die Chance für ein beliebiges Objekt, schließlich einen habitablen Planeten zu erreichen, sie sind unfassbar gering, aber eben nicht gleich null. Und damit haben wir das Recht zu fragen, ob es denn grundsätzlich vorstellbar ist, dass Leben eine derartige interstellare Reise überhaupt überstehen kann. Die verschiedenen Panspermie-Hypothesen stellen unter anderem Mikroben in den Raum, welche ihren Planeten verließen, durch das All reisen und Jahrtausende oder Jahrmillionen später das Leben auf eine neue Welt tragen. Man ist sich mittlerweile weitgehend einig, dass dies im Inneren von Meteoriten oder Kometen passieren muss. Komplexe Zellen wie RNS oder DNS können im Weltraum ohne Schutz nicht dauerhaft bestehen. Grundsätzlich vermögen einige Extremophile, also Lebewesen, die unter extremen Bedingungen existieren können, die Kälte des Raums und sogar das Vakuum zu überstehen. Gegen kosmische Strahlung in Form von ionisierten Teilchen, UV-Strahlung und Röntgenstrahlung haben aber auch sie keine Chance. Daten, die in den orbital durchgeführten Experimenten ERA, BioPan, ExoStack und Expose gesammelt wurden, zeigten uns, dass Zellen binnen Sekunden sterben, wenn sie der Weltraumumgebung ausgesetzt werden. Ihre DNS wurde quasi sofort in ihre einzelnen Basen zerlegt. Die gleichen Zellen allerdings überlebten nachweislich für mindestens 6 Jahre, wenn sie in Lehm- oder Meteoritenstaub eingehüllt wurden. Dies spricht für die Lithopanspermia-Hypothese, nach der Organismen, die im Inneren von Steinen existieren, das sind sogenannte Endolithen, die einzigen sind, welche für Panspermie in Frage kommen. Solche Endolithen müssen natürlich noch weitere Hürden überwinden. Ganz oben auf der Liste sind die Temperaturen und die Kräfte, welche auf sie während des Verlassens des Heimatplaneten, des Eintritts in die Atmosphäre eines anderen und letztlich natürlich beim Aufprall auf sie wirken. Experimente, bei denen man diese Bedingungen testete, involvierten unter anderem Tests mit Hochgeschwindigkeitsgeschossen, Bakterien, die auf der Außenhülle einer Rakete ins All geschossen wurden und schließlich auch
Die ESO kannte bei seinem Stone-Experiment keine Gnade, als Mitreisende auf dem Hitzeschild von Photon-Kapseln den Wiedereintritt in die Atmosphäre proben durften. Diese Experimente zeigten uns, dass die Extremsituationen von Start und Eintritt durchaus zu bewältigen sind, allerdings nur für Endolithen. Tests mit oberflächlich sitzenden Cyanobakterien etwa schlugen fehl. Keines von ihnen überlebte die Hitze des Wiedereintritts. Panspermia ist also durchaus selbst auf interstellaren Skalen vorstellbar, muss aber gleichzeitig eine geraume Zahl an beträchtlichen Hürden überwinden. Möglich aber ist es, dass interstellare Besucher wie etwa Oumuamua in ihrem Inneren den Samen eines fernen Sonnensystems tragen und vielleicht dereinst zu einem jetzt noch leblosen Planeten bringen werden. Ihr erinnert euch, dass ich am Anfang auf Raumschiffe hinwies. Das war kein Einwurf, um die Spannung zu steigern, sondern beschreibt eine ernsthafte Denkrichtung der Panspermie-Fürworter. Die Saat des Lebens könnte unabsichtlich zu uns gekommen sein, etwa als Resultat einer Müllentsorgung durch interstellare Besucher. Eine These, die 1960 vom Astronomieprofessor Thomas Gold angestoßen wurde. Häufiger hört man die Idee einer gerichteten, einer absichtlichen Panspermie. Der Grundgedanke dahinter ist, dass Außerirdische aus ethischen Gründen das Leben möglichst weit verbreiten wollen und aktiv in der Galaxie verbreiten. Der Physiker, Molekularbiologe und Nobelpreisträger Francis Crick war Begründer dieser Hypothese. Er räumte natürlich ein, dass Leben möglicherweise seinen Ursprung auch hier auf der Erde hat. Absurd ist dieser Gedanke übrigens keineswegs. Es wurde berechnet, dass im Rahmen des Breakthrough Starshot Projects eine Flotte von lichtsegelgetriebenen Sonden das Alpha Centauri-System mit Leben versorgen könnte, wenn wir insgesamt nur wenige Milligramm Biomasse mitschicken würden. Der Nachweis einer derartigen gerichteten Panspermie durch Aliens steht hingegen aus. Eine Publikation von 2013, in der ein Team von Physikern argumentierte, sie hätten einen klaren mathematischen und semiotischen Code in unserer DNS gefunden, wurde bis dato nicht akzeptiert. Panspermia ist eine spannende Hypothese, die in direkter Konkurrenz zur Abiogenese, der Entstehung des Lebens aus nicht lebender Materie, hier auf dem Planeten steht. Sollten sich die Hinweise auf Panspermia als Ursprung des irdischen Lebens verdichten, dann hätten wir einen weiteren handfesten Hinweis auf die Existenz außerirdischen Lebens in unseren Händen. Wir hoffen, diese Episode hat euch gefallen. Im nächsten Teil zum Fermi-Paradoxon werden wir uns dann mit Kategorie 4 beschäftigen und mit der Simulationstheorie starten. Wir danken unseren Unterstützern auf Patreon, ganz besonders unseren galaktischen Overlords Rico Wittke, Tobias Sternberg und Dimitar Jauch. Wie immer sagen wir euch, danke fürs Zuschauen und in diesem Sinne 42. Take it slow, we can speak.